Hallo und herzlich willkommen zu diesem ersten Video aus einer Reihe von Videos, alle zur Lehrveranstaltung Funktionale und objektorientierte Programmierkonzepte, kurz FOP, alle mit demselben Gedanken. Wir starten mit einem Übungsblatt, hier beim ersten Video nun mit Übungsblatt 00, das ist das erste Übungsblatt, picken uns ein paar wichtige Aspekte heraus, das sehen Sie hier, Java und FOPBOT. Wir wollen uns hier Java und FOPBOT im Vergleich ansehen in diesem Video. Und gehen dann von diesem Übungsblatt zurück zu den Vorlesungsfolien, die relevant für dieses Übungsblatt und für diese Frage sind. Auch die Vorlesungsfolien, die in diesem Fall relevant sind für das erste Übungsblatt, finden Sie immer ganz vorne in der Präambel vom Übungsblatt. Was uns vor allem jetzt hier in der FOP interessiert, ist Java. Java ist eine Programmiersprache. Es gibt unzählige Programmiersprachen in der Informatik. Java ist eine davon. Wir werden später noch eine weitere Programmiersprache, Racket, kennenlernen. Aber am Anfang der FOP konzentrieren wir uns erst einmal auf Java. FOPBOT ist jetzt keine Programmiersprache oder so etwas, sondern das haben wir mithilfe von Java vorab, vor diesem Semester gebaut, um es Ihnen zur Verfügung zu stellen. Sie können sich das so vorstellen, Java ist so etwas wie ein Baukasten. Und damit haben wir, mit diesem Baukasten haben wir schon herumgespielt, haben FOPBOT gebaut und stellen ihn zur Verfügung, damit Sie dann im Rahmen der Übungsaufgaben damit herumspielen können. Das heißt ganz konkret, Ihre eigenen, von uns angeleitet, Ihre eigenen weiteren Bauwerke an FOPBOT anflanschen. Für eine Programmiersprache wie Java brauchen wir auch eine Entwicklungsumgebung. Die Entwicklungsumgebung, mit der wir hier arbeiten, heißt Eclipse. Und in dieser vorbereitenden Übung werden Sie erst einmal Eclipse runterladen und die ersten Schritte machen. Hier sehen Sie schon eingerahmt zwei Beispiele dafür, was es alles mit Java auf sich hat. Wir verstehen das jetzt noch nicht so ganz, was Sie hier eingerahmt sehen, aber das sind typische Sachen, die Sie in Java schreiben können. Dieser Baukasten, mit dem Sie eben Bauwerke wie unsere Roboter, unser FOPBOT bauen können. Nicht ganz, Ride Robot, dieser Name, das ist etwas, was wir gebaut haben. Ganz allgemein sehen Sie oben eingerahmt, wie man sogenannte Methoden schreibt. Wir brauchen das jetzt noch nicht zu verstehen, das werden wir später verstehen. Wir haben diese Möglichkeit schon genutzt, um Roboter zu schreiben, Roboter zu programmieren, die etwa Methoden haben wie RideRobot, mit denen irgendetwas gemacht werden kann. Sie sehen unten noch einen anderen Aspekt von Java eingerahmt, Vorschleifen, Schleifen, das werden wir später sehen, was das ist. Hier nur erst einmal ein allererster Eindruck und das Ganze natürlich auch nochmal bei der zweiten Teilaufgabe sehen Sie nochmal so ähnliche Sachen und das sind dann schon die wesentlichen Punkte, die Sie in dieser Übungsblatt zu bestehen haben. Sie haben schon in der Präambel des Titelblattes eben gesehen, dass es um das Kapitel 01a jetzt auf dem 0. Übungsblatt geht, Java und FOPBOT. Java mit FOPBOT, wie gesagt, Java ist die Programmiersprache, die wir lernen wollen und in den ersten Schritten, in den ersten Übungsblättern verwenden wir das Tool FOPBOT, das wir mit Java programmiert haben. Sie können sich das insgesamt ungefähr so vorstellen. Alles ist implementiert in Java, in dieser Programmiersprache Java. Und diese Programmiersprache sollen Sie auch verwenden, um Ihre eigenen Sachen zu implementieren. Zuerst Sachen im Rahmen von FOPBOT, später werden wir uns von FOPBOT lösen und Sachen implementieren auf späteren Übungsblättern, die völlig anderer Natur sind, die überhaupt nichts mehr mit Robotern zu tun haben. Sie sehen, wir haben hier ein Paket FOPBOT zusammengebastelt, das aus verschiedenen einzelnen Elementen besteht. Wir werden später sehen, was eine Klasse ist. Halten erstmal fest, wir haben eine Roboterklasse und diese Roboter sind in einer Welt, in einer World. Und eine Aufzählung von verschiedenen Richtungen werden wir auch noch dabei sehen. Die verschiedenen Richtungen sind eben hoch, runter, nach rechts, nach links. Das sind die vier Richtungen, in denen Roboter laufen können. So, Sie werden zu jedem Übungsblatt auch Vorlagen in Moodle finden. Und diese Vorlagen sind ebenfalls in Java implementiert. Und das, was Sie implementieren sollen, ist das, was heißt, dass Sie eine Aufgabe lösen sollen, heißt, unter Verwendung von dem, was wir hier schon vorprogrammiert haben, dann
in der Vorlage an passenden Stellen, die wir Ihnen vorgeben, die Sie, wir notiert haben. Also Sie finden diese Stellen ganz sofort problemlos. Dort dann Ihre Anweisungen, sodass die Roboter halt irgendwas machen, dann dort einfügen. So, jetzt sind wir bei dem Foliensatz 01a. Sie sehen hier oben in diesen Videos immer in so einer rot-gelben Wolke, in welchem Foliensatz wir so sind. Und das, was Sie hier sehen, wo Sie das nachlesen können. Nachlesen ist ganz wichtig. Dieses Video ist nur eine erste Einführung, ein erster Eindruck. Und das gilt für alle anderen, alle weiteren Videos auch. Das Nachlesen ist hier wichtig. Was Sie dort finden, sind nicht nur diese Folien und auch noch weitere Folien, die hier im Video ausgelassen sind. Was Sie vor allem auch finden, ist das Transkript einer Vorlesung dazu. Das heißt also, Sie haben eine Vorlesung zu diesen Folien, die Vorlesung FOP, nicht gegeben in Form einer Aufzeichnung mit Ton, sondern Sie haben sie gegeben als Transkript, das heißt als eine Abschrift, sodass Sie in Ruhe nachlesen können, was so in einer Vorlesung dazu gesagt worden ist. So, was Sie jetzt hier konkret sehen, ist etwas, was wir alles auch noch nicht jetzt verstehen können und auch noch nicht verstehen müssen. Das ist die Vorlage und in dieser Vorlage fügen Sie hier dann, wo hier nur Punkt, Punkt, Punkt steht, fügen Sie dann hier eine Anweisung ein, wie Sie das vom Übungsblatt her, wie Ihnen das dort gesagt worden ist. Wichtig hier ist nur ein Punkt, vielleicht nicht wirklich, noch nicht wirklich wichtig, aber zur Kenntnisnahme. Hier wird FOPBOT tatsächlich importiert, sodass Sie tatsächlich FOPBOT zur Verfügung haben, mit den Robotern, mit der World und so weiter umgehen können. Und hiermit wird noch dafür gesorgt, dass Sie mit den vier Richtungen hoch, runter, rechts, links, up, down, right, left, Englisch, dass Sie damit einfach und direkt umgehen können. So, das ist die World, die leere World. Wir können, wenn Sie ein Programm einrichten mit FOPBOT, können Sie selber entscheiden, wie viele Zeilen und wie viele Spalten diese Welt hat. Wichtig sind die Bezeichnungen. Von unten links werden die einzelnen Spalten 0, 1, 2, 3, 4 und so weiter bezeichnet und ebenso die einzelnen Zeilen 0, 1, 2, 3, 4 und so weiter bezeichnet. Das ist eine gängige Form in der Informatik, wie man solche Zeilen und Spalten bezeichnet. Wir halten uns hier daran. So, jetzt passiert das Erste da drin. Das sieht jetzt alles ziemlich kompliziert aus. Wir werden auch sehen, warum das ein bisschen kompliziert ist. Jetzt nehmen wir das erst einmal nur zur Kenntnis. Und Sie sehen auch hier wieder die entsprechenden Folien, wo Sie den ganzen Kontext von dieser Folie sehen können. Das wird bei allen Videos immer so sein. So, wir richten einen Roboter ein. Der sieht so komisch aus. Wir sagen, er soll auf der Spalte Nummer 3, also in X-Richtung Nummer 3 sein, 0, 1, 2, 3. Und in Y-Richtung Zeile 1, also 0, 1, das passt. Soll nach oben abzeigen. Ja, das passt. Diese 0 werden wir später noch sehen. Ein Roboter kann Münzen haben, kann Münzen dann ablegen auf Feldern und auch wieder aufnehmen, kann am Anfang Münzen haben. Dieser Roboter hat erst einmal 0 Münzen. So, warum ist das so kompliziert hier? Das werden wir, wie gesagt, noch später sehen, aber vielleicht schon mal einen ersten Eindruck dazu gewinnen, wie das alles dann tatsächlich im Speicher, im Computer realisiert ist. Sie können sich den Computerspeicher hier in erster Näherung vorstellen als so einen großen, ja, wie soll ich sagen, als so ein großes Feld von einzelnen Maschinenwörtern. Ja, jedes einzelne ist ein einzelnes Maschinenwort. Jedes einzelne Maschinenwort hat dieselbe Länge und hat eine Festadresse. 0, 1, 2, 3 und so weiter. In Informatik beginnen wir eigentlich immer mit der 0. So auch hier. So, und hiermit wird ein Robotobjekt erzeugt. Was heißt das? Wir werden dann später sehen, wenn wir selber die Robotklasse nachbauen, dass ein solches Objekt so ein Speicherplatz ist. Also irgendwo wird das Laufzeitsystem den Speicherplatz für dieses neue Robotobjekt einrichten und wird dann
wie es in der Implementation der Klasse Robot vorgesehen ist und wie wir das später noch sehen werden, wird dann einzelne Attribute in diesem Objekt dafür Speicherplatz reservieren und dann werden diese Werte, die wir hier übergeben haben, hier reingesetzt. Für x dann die 3, für y die 1, steht da in dem Speicherplatz drin. Up steht hier an dieser Stelle für Direction und Anzahl der Münzen ist 0. So, das Ganze ist etwas komplizierter. Hier unten in dieser Java-Zeile ist aber, wir werden später sehen, warum. Hier sehen Sie das nochmal dargestellt. Linke Hand von dieser Zuweisung sehen Sie, wir richten einfach eine kleine Variable ein. Die nennen wir hier myRobot. Die ist von der Klasse Robot. Und hier richten wir das Objekt ein. Und mit dieser Zuweisung sagen wir, hier durch new wird nicht nur dieses Objekt eingerichtet, sondern durch new wird auch die Adresse, die Anfangsadresse dieses Objektes zurückgegeben. Und durch diese Zuweisung wird diese Anfangsadresse in myRobot gespeichert. Müssen wir alles noch nicht so ganz genau durchdrungen haben. Wir werden solche Bilder immer wieder sehen und so nach und nach werden sie da hineinwachsen. Wir sehen gleich zu Anfang ein solches erstes Bild, damit Sie sich gleich daran gewöhnen. Wichtig ist hier auch noch, Robot ist eine Klasse in FOPBOT, die wir implementiert haben. Und wir haben auch implementiert bei dieser Klasse, wenn ein Objekt eingerichtet wird, dann müssen diese vier Informationen geliefert werden. Alles andere hier ist Java. Auch, dass wir die Klasse Robot genannt haben, das ist in den Regeln für Namensnennung von Java drin. Und wir haben uns jetzt die Freiheit genommen, myRobot als Namen für diese kleine Variable herzunehmen. Auch das ist in den Namensregeln für Java drin. So, und wenn wir jetzt den Robot erst einmal eingerichtet haben und myRobot enthält die Adresse des eigentlichen Objektes, dann können wir zum Beispiel über myRobot den Roboter ansprechen und eine Methode aufrufen, die wir schon vorher im Paket FOPBOT für Sie implementiert haben. Methode Move können wir zum Beispiel, das ist nicht die einzige Methode. Eben war der Robot hier. Jetzt oder hier zweimal Move ergibt, dass er zweimal in der Richtung, in die er schaut, einen Schritt weiter geht. Auch das ist hier alles Java, dass wir die Methode Move genannt haben. Das ist halt im Paket FOPBOT drin, dass wir sie Move nennen durften. Das ist in den Namensernennungsregeln von Java drin, auf die wir auch ziemlich bald zu sprechen kommen werden, hat keine solchen Parameter wie eben bei der Initialisierung, muss aber trotzdem ein leeres Klammerpaar dafür angegeben werden. Das ist Java in Java immer so. Und dass hier ein Semikolon nach so einer Anweisung steht, auch das ist in Java immer so der Fall. Wir haben Ihnen auch schon andere Methoden zur Verfügung gestellt in FOPBOT, zum Beispiel mit Turn Left. Das heißt, der Roboter dreht sich um 90 Grad und zeigt dann eben entsprechend eine andere Richtung. Vorher hat er nach oben gezeigt, jetzt zeigt er nach links. Jetzt noch ein. Hier hat der Roboter noch ein paar Schritte gemacht und nochmal nach Turn Left aufgerufen. Das haben wir übersprungen. Das finden Sie alles in diesen Folien dann nochmal Schritt für Schritt. Und hier richten wir jetzt einen zweiten Roboter ein mit anderen Merkmalen. Hier sehen Sie die 2, 0, 1, 2, Spalte Nummer 2, Zeile Nummer 1, passt, right, zeigt jetzt also nach rechts und der hat jetzt 5 Münzen. Also, wie Sie sehen, wir haben zwei völlig verschiedene Roboterobjekte. Und den einen, da hatten wir die Variable eingeführt, myRobot, und hier eine andere Variable, myRobot 2. Der Name ist fast derselbe, aber es sind zwei völlig verschiedene Variablen, die zwei verschiedene Roboterobjekte jetzt steuern können. So können Sie sich das jetzt wieder vorstellen. Wir haben zwei Roboterobjekte eingerichtet. Wo das Laufzeitsystem diese Objekte einrichtet, das wissen wir nicht, das brauchen wir auch nicht zu wissen, das ist nur beispielhaft. So könnte es zum Beispiel aussehen, dass das eine Roboterobjekt hier, das andere Roboterobjekt hier irgendwo im Speicher eingerichtet wird und die beiden Variablen, die auf das eine und auf das andere Objekt verweisen, jeweils so eingerichtet sein können.
Und Sie sehen hier, was ich eben sagte, die beiden Objekte und die beiden Variablen haben nichts miteinander zu tun. Es sind zwei völlig verschiedene Welten. So, und dieser Roboter, der hatte jetzt 5 Münzen schon von vornherein bei der Einrichtung bekommen. Der kann jetzt Münzen ablegen mit einer weiteren Methode, die wir Ihnen schon zur Verfügung gestellt haben, Putcoin. Eben stand er da, hat eine Münze abgeworfen, die sehen Sie jetzt hier rot. Dann ist er einen Schritt weiter gegangen, das sehen Sie hier in diesen Folien, auf die hier verwiesen wird, und hat hier noch eine Münze abgeworfen. So, ganz kurzes Intermezzo. Wovon reden wir eigentlich hier? Also, wir reden meistens von Programmen, das ist aber etwas problematisch und etwas unscharf. Eigentlich von Programmen, wenn man von Programmen redet, meint man zwei verschiedene Sachen. Quelltexte, wie wir sie jetzt gesehen haben, wo wir in Java in dem Rahmen, den Sie am Anfang gesehen haben, dann unsere Anweisung hineinschreiben. Die Anweisung auch, das ist der Quelltext, alles zusammen. Und Eclipse nimmt Ihnen das ab, dass das Ganze übersetzt wird in eine Form, die dann vom Computer ausführbar ist. Das ist dann also der übersetzte Code. Und dummerweise versteht man beides unter dem Begriff Programm. Das heißt also, wenn Sie das Wort Programm in diesem Kontext hören, kann es das eine oder das andere sein. Ist nicht so ganz schön. So, leider sagt man häufigerweise auch Ausführung von Programmen oder das Programm tut dieses oder jenes. Das ist aber auch begrifflich etwas unscharf. Es ist besser, zur Vermeidung von Missverständnissen, dass man dann von Prozessen redet. Der Prozess wird aufgerufen, führt das Programm aus und der Prozess wird dann irgendwann beendet und so weiter und so fort. Spätestens dann, das kennen Sie ja von verschiedenen Applikationen, die Sie so auf Ihrem Computer haben, spätestens dann, wenn Sie mit einem Programm mehrere Prozesse aufrufen, die dann parallel zueinander laufen, jeweils ein Fenster beispielsweise auf Ihrem Bildschirm aufmachen und da verschiedene Sachen machen, spätestens dann wird der Unterschied deutlich. Ein Programm, mehrere Prozesse. Wie kann man sich das Ganze vorstellen? Ja, da können wir nicht so tief hineingehen in diese Materie aus Zeitgründen. Nur ganz kurz eine erste kleine Intuition geben. So ein Computer, der umfasst ja alles Mögliche. Der umfasst ja Speicherplatz, haben wir schon gesehen. Dann Schnittstellen für Tastatur, für Maus, für Bildschirm, für Internet, für USB und so weiter und so fort. Umfasst eine ganze Menge. Und der Kern der ganzen Sache, das sind die Prozessoren oder Prozessorkerne, genau gesagt. Heutige Computer enthalten typischerweise mehrere Prozessorkerne, nicht nur einen mehr. Und das erlaubt es, dass Sie unterschiedliche Prozesse, sehr, sehr viele, eigentlich beliebig viele Prozesse gleichzeitig auf dem Computer laufen haben können. Sie kennen das von der täglichen Arbeit mit dem Computer. Ist nicht ganz richtig, denn jeder Prozessorkern kann zu jedem Zeitpunkt immer nur ein Programm abarbeiten, mehr geht nicht. Und was in der Tat passiert ist, dass die Prozesse die meiste Zeit in der Warteschlange sind, ohne dass sie das merken, weil das einfach viel zu schnell alles geht. Die Prozesse sind alle in der Warteschlange. Irgendwann sind sie mal am Anfang der Warteschlange, bekommen ganz kurz dann den Prozessorkern zugeteilt. Ein Prozessorkern werden ein kurzes Stück weiter abgearbeitet und dann reihen sie sich wieder in der Warteschlange ganz hinten ein, sodass es für Sie aussieht, als ob das Ganze wirklich Multitasking wäre, als ob der Computer wirklich über die Anzahl der Prozessorkerne hinaus parallel Prozesse abarbeiten könnte. So wie es mal stockt, so wie es mal langsamer wird, merken Sie, dass das nicht stimmt, dass da tatsächlich die einzelnen Prozesse warten müssen, bis sie mal wieder in der Reihe sind. So wie mal der Computer ein bisschen überlastet ist, nicht? Dann sehen Sie, dass es mit den einzelnen Prozessen nicht so richtig weitergeht. So, Anweisungen abarbeiten, das ist genau das, was dann der Prozessorkern macht. Und bis jetzt haben wir solche Anweisungen vor allem gesehen und die werden einfach abgearbeitet in der Reihenfolge. Zuerst wird eine Münze abgelegt. Wenn ich das so schreibe hier,
wird zuerst eine Münze abgelegt, dann geht der Roboter in Richtung, in die er schaut, eins weiter, dann dreht er sich um 90 Grad nach links, geht wieder eins weiter, holt sich eine Münze dort, wo er jetzt steht, und geht wieder einen Schritt weiter und so weiter und so fort. So sieht das aus, wenn es keine Schleifen gibt. Am Anfang dieses Videos haben wir Schleifen gesehen. Jetzt, beziehungsweise wir haben nur festgestellt, Schleifen sind ein Thema. Jetzt kommen wir zu unserer ersten Schleife. Und das ist eine Zählschleife, eine Vorschleife. Sie haben Vorschleifen am Anfang des Videos in einem der im Übungsblatt in einer der Teilaufgaben genannt gesehen. Hier sehen Sie jetzt eine erste Vorschleife. Die ist ein bisschen kompliziert in Java geschrieben. Wir werden in nicht allzu ferner Zukunft sehen, warum das so kompliziert ist. Wir akzeptieren das an dieser Stelle erst einmal, dass das so kompliziert geschrieben ist und machen uns jetzt noch keine Gedanken dazu. Das Wichtigste ist erst einmal diese Zahl 5, die sagt, wenn wir das alles so hinschreiben, wie es hier steht, dann wird fünfmal das ausgeführt, was hier in geschweiften Klammern kommt. Ja, vorher, müssen wir zurückdenken, 1, 2, 3, 4, 5. Vorher stand dieser Roboter hier und hat nach rechts gezeigt. Und nach fünfmaliger Ausführung steht er jetzt hier. Wir werden gleich, wie gesagt, sehen, warum das so kompliziert ist. Wir nehmen das jetzt erstmal einfach zur Kenntnis, dass wir das so schreiben müssen und dass hier tatsächlich die Anzahl von Malen drin an dieser Stelle hier ist, die wir mit der wir tatsächlich das mit der wir tatsächlich dann diesen Roboter Sachen ausführen wollen, die hier hinten dann drin stehen. So, das Ganze kann auch beliebig kompliziert werden. Ja, und dann kommen wir zu etwas, was wir aus der Schule kennen, nämlich, dass Sie da nicht einfach nur die Zahl 5 hinschreiben müssen, sondern zum Beispiel ja, arithmetische Operationen aus der Schule anwenden können, um hier zu spezifizieren, wie oft dann die Schleife durchlaufen werden soll. Ja, das zum Beispiel 3 minus 5 plus 6 von links nach rechts, 3 minus 5 ist 2, plus, Entschuldigung, 3 minus 5 ist minus 2, plus 6 ist plus 4, wird also viermal ausgeführt. Es gilt Punkt vor Strichrechnung. Das heißt also, wenn Sie hier zuerst die Strichrechnung haben wollen, 1 plus 3, und dann erst die Punktrechnung, die Multiplikation, dann müssen Sie, wie Sie es auch aus der Schule erkennen, klammern. Hier Punkt vor Strichrechnung, 7 durch 3 wird zuerst ausgeführt und dann wird die 2 drauf addiert. Hier ist wichtig zu wissen, 7 und 3 sind ganze Zahlen. Das Ergebnis dieser Division ist ganzzahlig. Das ist 7 durch 3 ganzzahlig dividiert mit Restbildung. 7, da passt die 3 zweimal hinein. Das Ergebnis von 7 durch 3 ist also 2, gibt Rest 1, nicht? Und hier sehen Sie noch einen Operator, den Sie in der Schule wahrscheinlich nicht gesehen haben. Das ist Modulo. Das ist genau der Rest. Also 15 minus 4, 11, Modulo 3 ist der Rest. Wenn Sie 11 durch 3 teilen, dann bleibt die 2 als Rest übrig. Die 3 passt dreimal in die 11, Rest 2. So, was ich jetzt noch hier jeweils gemacht habe, ist etwas, was es in Java nicht gibt, was in Java nicht geht. Diese vier Zeilen hier gehen nicht in Java. Diese kurze Schreibweise benutze ich aber auf den Folien, weil das, was hier drumherum ist, immer das sowieso dasselbe ist. Dann kann ich es auch hier abkürzen, sodass ich also mit einer vernünftigen Schriftgröße hier auf den Folien tatsächlich Ihnen das alles zeigen kann. Und da hier bei Punkt, 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 Punkt müssen Sie sich das halt jeweils dazu denken. So, das war die Vorschleife. Jetzt kommt die Weilschleife, die Sie auch schon am Anfang dieses Videos gesehen haben, mit erwähnt in einer der Teilübungsaufgaben. Und man kann es im Prinzip lesen. Solange der Roboter noch Münzen hat, soll wiederholt werden. Es soll eine Münze abgelegt werden und es soll der Roboter einen Schritt voranschreiten. Und dann sieht das Ganze so aus. Hier hat der Roboter vorher gestanden, hatte noch keine Münze abgelegt. Dreimal, so drei Münzen hatte er noch.
Dreimal wird also durch die Weichschleife ausgeführt. Erst eine Münze ablegen, dann einen Schritt weiter. Erst eine Münze ablegen, dann einen Schritt weiter. Erst eine Münze ablegen, dann einen Schritt weiter. Dreimal war diese Bedingung noch erfüllt, dass der Roboter noch Münzen hat. Und in jedem dieser drei Fälle wurde eine Münze abgelegt und einen Schritt weiter. Jetzt, beim vierten Mal, ist diese Bedingung nicht erfüllt. Der Roboter hat null Münzen, weil er alle seine drei Münzen abgelegt hat. Und deshalb ist die Schleife hier beendet. So kann man sich das bildlich vorstellen, wenn eine solche Weilschleife ausgeführt wird. Ich habe jetzt hier noch, damit der Kontext klar wird, habe ich hier noch jeweils als Kontext zwei Methoden, eine Methode davor und eine Methode danach hingeschrieben. Und das ist die eigentliche Weilschleife. Sie sehen, die eigentliche Weilschleife ist das hier. So. Es wird, wie wir schon gesehen haben, erst einmal diese erste Anweisung ausgeführt und dann kommt der Prozess in diese Abfrage dieser Bedingungen. Es wird abgefragt, ob der Roboter noch Münzen hat. Ich habe es hier abgekürzt. Der Roboter hat jetzt nur noch den Namen Klein R, nicht mehr MyRobot 2. Damit habe ich einfach jetzt einen anderen Namen gegeben, damit hier das alles noch übersichtlich groß bleibt mit vernünftiger Schriftgröße. So, jetzt haben wir diese Bedingung hier also. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder es stimmt, dass der Roboter noch Münzen hat, dann ist das Ergebnis wahr von dieser Abfrage, Englisch true. Oder es stimmt nicht, dann ist das Ergebnis false. Sie sehen also, wenn er noch drei Münzen hat, dann ist das Ergebnis true. Er legt eine Münze ab. Er bewegt sich einen Schritt vorwärts und kommt wieder auf diese Abfrage. Jetzt hat er nur noch zwei Münzen. Kommt immer schon wieder true heraus, also geht er wieder hier lang, legt eine Münze ab und bewegt sich einen Schritt vorwärts und kommt wieder hierhin. Sie sehen den Begriff Schleife, woher der kommt, genau aus dieser Illustration her. Und jetzt hat der Roboter noch eine Münze, nachdem er zwei abgelegt hat, wieder true, geht also nochmal hier durch die Schleife hindurch und jetzt hat er keine Münze mehr. Jetzt kommt false heraus und deshalb geht er nicht mehr hier lang, sondern er geht hier lang, kommt zu der nächsten Anweisung, die danach nach dieser Schleife kommt und geht dann einfach weiter. So kann man sich das Ganze etwas abstrahiert vorstellen. Das war natürlich nur ein Beispiel für Schleifen und wir haben da die Fortsetzungsbedingung gesehen, nämlich ob der Roboter noch Münzen hat. Und wir haben den Schleifenrumpf gesehen, bestanden aus den zwei Anweisungen, eine Münze abzulegen und einen Schritt vorwärts zu gehen. Allgemein eben nennen wir das den Schleifenrumpf. Wir hatten vorher eine Anweisung, von der wir in die Schleife gekommen sind. Und wenn die Fortsetzungsbedingung nicht mehr true, sondern false ist, geht es dann eben nach der Schleife weiter. Das ist, was Sie jetzt hier sehen, ist nichts anderes als eine verallgemeinerte Version von dem, was wir vorher gesehen haben. Und das Ganze kann man sich noch abstrakter vorstellen, anstatt zu sagen, wir haben hier eine Schleife mit den und den verschiedenen Fortsetzungsbedingungen, Schleifenrumpf und so weiter, mit den verschiedenen Inhalten können wir sagen, wir haben hier eine einzige große Anweisung. Und diese Anweisung tut nichts anderes als, solange der Roboter noch Münzen hat, jeweils eine abzulegen und einen Schritt vorwärts zu gehen. Wir haben sozusagen jetzt eine Anweisung geschrieben, die etwas Komplexeres macht als das, was wir vorher an Anweisungen hatten. Denn vorher hatten wir Anweisungen wie Put Coin und Move. Daraus haben wir jetzt mit While eine in sich geschlossene, komplexe Anweisung geschrieben, die den Roboter so lange vorwärts schickt und dabei immer Münzen ablegen lässt, bis er keine Münzen mehr hat. So, dann kommen wir zur Vorschleife. Wir haben eben die While-Schleife jetzt sehr intensiv behandelt und eigentlich alles Wichtige dazu gesagt. Jetzt kommen wir zur Vorschleife. Da haben wir eben vor ein paar Minuten noch erst einmal nur zur Kenntnis genommen, wie kompliziert die hinzuschreiben ist und haben noch uns nicht überlegt, warum das so kompliziert ist oder welche Möglichkeiten es dadurch gibt, dass das so kompliziert ist. Hier sehen wir jetzt ein Beispiel. Bevor wir zu so ähnlichen Beispielen kommen wie eben, wo da gezählt wird, betrachten wir erst einmal eine Vorschleife, die ganz anders aussieht, die aber
sehr viel zu tun hat mit so einer Wildschleife, wie wir sie schon gesehen haben. Wir haben jetzt erstmal wieder den Kontext. Ja, ganz zu Anfang, als erste Anweisung, richten wir in diesem Fall einen Roboter mit dem schönen Namen MyRobot ein. Hat nichts zu tun mit dem Robot R hier. Ja, hier, so wie wir es hier unten sehen, so haben wir es schon des Öfteren gesehen. Wir richten jetzt noch einen zweiten Robot ein, den nennen wir einfach nur R. Wir haben jetzt hier eine Wildschleife mit drei Anweisungen im Schleifenrumpf. Und hinten raus haben wir noch eine weitere Anweisung, wo es dann mit dem Prozess weitergeht, wenn die Wildschleife fertig ist. So, und der entscheidende Punkt ist jetzt, dass diese Vorschleife hier oder der ganze Codeausschnitt völlig äquivalent zu diesem Codeausschnitt ist. Das heißt also, das, was hier als wir haben in einer Vorschleife hier nicht wie in einer Wildschleife einfach nur so einen Ausdruck in runden Klammern, sondern wir haben einen Ausdruck, der aus drei Teilen besteht bei der Vorschleife. Jeweils getrennt durch Semikolon. Hier ein Semikolon, hier ein Semikolon. Und diese drei Teile haben ganz spezifische Funktionalitäten. Diese erste Funktionalität hier ist schlicht und einfach eine Anweisung, die man vor der Schleife genauso gut hätte hinschreiben können. Diese Anweisung kann man auch hier als ersten Bestandteil hier hineinschreiben. Dann kommt die Fortsetzungsbedingung hier als nächstes. Und dann sehen Sie hier, der Schleifenrumpf besteht aus einmal Move und einmal Turn Left und hier aus einmal Move und einmal Turn Left und einmal noch Put Coin. Das ist das, was hier hinten dann in dem dritten Teil vom Schleifenkopf der Vorschleife zu finden ist. Ja, also das ist nichts anderes, so eine Vorschleife ist nichts anderes als eine verkürzte Form für bestimmte Fälle einer Wildschleife. Zuerst mit einer Anweisung, die man in der Wildschleife auch vorneweg hätte haben können. Dann mit der Fortsetzungsbedingung, wie wir sie von der Wildschleife erkennen. Dann wird der Schleifenrumpf ausgeführt und Sie können noch eine weitere Anweisung hier in die dritte Stelle in dem Schleifenkopf der Vorschleife hineinschreiben. Das würde äquivalent dann in der Wildschleife ganz hinten dann passieren. Warum das Ganze? Warum so eine komische Vorschleife, wenn das Ganze doch mit einer Wildschleife genauso geht? Naja, wir werden jetzt gleich und auch noch später im Laufe des Semesters verschiedene Beispiele sehen, dass diese Logik hier mit einer Anweisung vorneweg, Fortsetzungsbedingung und dann so eine Art Fortschaltungsbedingung, dass die durchaus in vielen Stellen einfach die passende Form einer Schleife ist, sodass es sich lohnt, das so verkürzt zu schreiben und durchvor auch anzuzeigen, dass es diese Art von Logik einer Schleife ist. Aber bevor wir dazu kommen, werden wir noch mal ganz kurz hier dann entsprechend auch das Flussdiagramm von einer Vorschleife sehen, nicht über beziehungsweise von der entsprechenden Wildschleife. Das auf diesen Folien hier ist nichts Neues. Wir haben vorneweg zwei Anweisungen, die einfach nacheinander ausgeführt werden. Die beiden Roboter werden eingerichtet. Dann kommt die Fortsetzungsbedingung der Wildschleife. Wenn die true ist, geht es in die drei Anweisungen des Schleifenrumpfes. Wenn sie false ist, geht es dann in die nächste Anweisung direkt nach der Vorschleife. So, und alles, was sich jetzt geändert hat, ist oben links gegenüber der letzten Folie, oben links dieser Code. Der andere Code, den wir vorher gesehen haben, als äquivalent identifiziert haben mit einer Vorschleife. Und der wichtige Punkt ist, das Flussdiagramm hat sich nicht geändert. Hier beginnt jetzt die Vorschleife mit diesem Robot R gleich New Robot, ist Teil der Vorschleife, Fortsetzungsbedingung Schleifenrumpf, bestehend aus dem eigentlichen Schleifenrumpf, Move und Turn Left und diesem Fortschaltung hier, Put Coin und ansonsten ist alles gleich. So, jetzt können wir endlich zurückkommen, nachdem wir das Ganze so allgemein mit der Vorschleife gesehen haben, jetzt können wir zurückkommen auf die Art von Vorschleife, die wir zuerst gesehen haben, Zählschleifen, nämlich hier, dann sehen wir schon, auch mit zwei Semikolons, drei Teile im Schleifenkopf voneinander abgegrenzt. Zuerst eine erste Anweisung. Was passiert hier? Hier wird jetzt auch wieder eine Variable eingerichtet.
Diese Variable, das kennen wir jetzt noch nicht, werden wir aber sehr intensiv damit arbeiten. Das ist in i. I ist der Name der Variablen und darin können ganze Zahlen gespeichert werden. Es kann immer eine ganze Zahl in so einer Variablen gespeichert werden. Hier wird initial mit 0 in diese Variable i hineingesetzt. Ganze Zahlen heißt also 0 plus 1 plus 2 plus 3 plus 4 und so weiter bis zu einer größten darstellbaren Zahl, aber auch minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 und so weiter bis zu einer betragsmäßig größten negativen darstellbaren Zahl. Und wir können auch jederzeit überschreiben. Hier ist die wir können die Variable überschreiben, das heißt, wir können der Variablen einen neuen Wert zuordnen. Dann steht zum Beispiel, wenn wir ihr den Wert 1 zuordnen, i gleich 1 irgendwo schreiben würden, dann würde von da an nicht mehr die 0, das Bitmuster für die Zahl 0, sondern das Bitmuster für die Zahl 1 in dieser Variablen stehen. Und genau das machen wir hier hinten mit der Fortschaltung. I++, das kennen wir noch nicht als arithmetische Operation. Das heißt schlicht und einfach, der Wert von i wird um 1 erhöht. Das heißt also, wenn vor diesem i++ eine 0 drin stand, dann steht hinterher eine 1 drin. Wenn vorher eine 1 drin stand, steht hinterher eine 2 drin. Wenn vorher eine 357 drin stand, steht hinterher 358 drin. Wenn vorher minus 357 drin stand, dann steht jetzt minus 356 drin. Ja, immer 1 höher. Das heißt bei negativen Zahlen betragsmäßig 1 runter. So, und hier ist die Fortsetzungsbedingung. Solange i kleiner 10 ist, also 0 bis 9, so lange soll es weitergehen. Das heißt also, was hier passiert ist, i wird mit 0 initialisiert, wird in jedem Durchlauf am Ende um 1 erhöht und die Schleife bricht ab, wenn sie 10 mal durchlaufen ist, weil dann i eben nicht mehr kleiner 10 ist. Und wie man sich das vorstellen kann, sehen Sie hier unten. Ich habe hier nicht die Variable i verwendet, sondern Anzahl der Durchläufe mit einem anderen Namen benannt. Der Karte-Durchlauf, der erste Durchlauf. Zu Beginn des ersten Durchlaufs ist i 10 und die Fortsetzungsbedingung stimmt. 0 ist kleiner 10. Zu Beginn des zweiten Durchlaufes, nach dem ersten i++, ist i 1, also i 1 kleiner 10 stimmt auch und so weiter und so fort. Zu Beginn des 11. Durchlaufs, wenn er zum 11. Mal hier oben bei der Fortsetzungsbedingung angekommen ist, ist i plötzlich 10. Es wird getestet, ob 10 kleiner 10 ist. Das ist falsch. Das heißt also, die Fortsetzungsbedingung ist nicht mehr erfüllt. Die Schleife ist beendet. Es wird weitergemacht mit der nächsten Anweisung nach dieser Schleife. Und so, das ist völlig analog zu dem, was wir bisher gesehen haben, als Flussdiagramm für die Vorschleife. Jetzt für diesen Fall vorneweg und hinten nach haben wir sicherlich wieder irgendwelche anderen Anweisungen, die nicht zur Vorschleife gehören. Dann der erste Teil des Kopfes der Vorschleife vor dem ersten Semikolon in runden Klammern wird erstmal ausgeführt. Es wird eine Variable i eingerichtet und mit dem Bitmuster 0 initialisiert, mit dem Bitmuster der Zahl 0. Dann kommen wir zum ersten Mal in die Fortsetzungsbedingungen rein. Es wird getestet, ob i kleiner 10 ist. Wenn das der Fall ist, dann geht es in den Schleifenrumpf hinein. I wird um 1 erhöht. Das war ja die Fortschaltung im Kopf der Vorschleife. Und es geht wieder hierhin zurück. So lange, bis i gleich 10 ist, durch entsprechend häufiges Anwenden von i++. Und dann ist er hier. Bei 10 kleiner 10, das ist false und es geht nach der Schleife weiter. Und auch hier wieder können wir das Ganze als eine komplexere Anweisung ansehen, die wir aus einfachen Anweisungen mithilfe der Vorschleife zusammengebaut haben, nämlich 10 mal das tun, was im Schleifenrumpf gesagt wird, 10 mal hintereinander ausführen. Das ist diese neue komplexere Anweisung. So, das können wir uns jetzt nochmal abstrakter ansehen, damit das verständlich ist, wie die Schreibweise korrespondiert mit dem Flussdiagramm. Hier sehen Sie nochmal jeweils mit x bezeichnet die verschiedenen einzelnen Bestandteile der Vorschleife. Sie sehen hier
den Kopf in runden Klammern mit zwei Semikolons. Hier wird erst einmal die Anweisung ausgeführt, die der erste Bestandteil vor dem ersten Semikolon im Kopf der Vorschleife sind. Die Fortsetzungsbedingung ist der zweite Teil des Kopfes der Vorschleife. Dann wird der Schleifenrumpf ausgeführt, habe ich auch einfach nur mit so einem kleinen X abgekürzt, ist vollkommen egal, was da drin ist. Das, was da drin ist, wird dann halt ausgeführt, egal ob es eine Anweisung oder unzählig 357 Anweisungen sind. Und dann wird noch die Anweisung hier ausgeführt und das geht wieder zurück in die Fortsetzungsbedingung. So, jetzt haben wir einiges gesehen von Java schon. Wir haben die Einrichtung von Objekten gesehen, wie von der Klasse Robot. Wir haben auch die Einrichtung von ganzen Zahlen gesehen und wie wir damit so ungefähr umgehen können. Jetzt werden wir noch mal ein bisschen zur Sprache Java allgemein zur Abrundung etwas sagen. Dinge, die wir dann immer wieder brauchen werden, die wir jetzt aber auch schon nach diesen ersten Schritten in diesem Video schon verstehen können. Was wir sicherlich jetzt verstehen können, ist, dass wir in Java Schlüsselwörter haben, Englisch Keywords. Und einige dieser Schlüsselwörter haben wir schon gesehen, for, int, new, while. Was sind solche Schlüsselwörter? Schlüsselwörter sind Wörter, die reserviert sind in der Sprache, die eine gewisse Bedeutung haben und die man nicht für etwas anderes verwenden darf. Sie können for nur als Einleitung einer Vorschleife tatsächlich verwenden, nicht anders. Wenn Sie es anders verwenden, dann wird die Übersetzung nicht stattfinden, sondern der Übersetzer wird Ihnen eine Fehlermeldung geben. Genauso mit diesen anderen. Diese vier haben wir schon gesehen, die anderen werden wir so nach und nach alle sehen. So, neben den Schlüsselwörtern, die also reserviert sind, mit denen Sie nichts anderes machen können als das, wofür sie reserviert sind, gibt es dann Bezeichner, die wir frei wählen können. Wir werden gleich aufs Englische gehen, von Identifiern sprechen. Bezeichner können wir wählen für alles, was wir implementieren. Wir werden das so nach und nach dann sehen. Wir haben das schon gesehen mit Variablen. Da haben wir schon die Freiheiten der Namensgebung von Java erlaubt und zum Beispiel MyRobot und MyRobot2 als Namen verwendet. Methoden, deren Namen können wir im Rahmen der Namensgebungsregeln von Java frei verwenden. Und auch als vorab die Klasse Robot eingerichtet worden ist von uns, im Rahmen des Pakets Fopbot haben wir schon Robot im Rahmen der Namensgebung in Java als Namen für diese Klasse ausgewählt. So, ich habe jetzt immer wieder davon gesprochen, dass es da bestimmte verschiedene Namensgebungsregeln in Java gibt. Die sind eigentlich recht einfach und durchaus auch sehr eingeschränkt. Also, was Sie uneingeschränkt machen können, ist fast uneingeschränkt, ist Kleinbuchstaben, Großbuchstaben zu verwenden und Ziffern. Wir haben Beispiele davon gesehen. Denken Sie an MyRobot 2, eine Ziffer ganz hinten, großes R in der Mitte und alles andere Kleinbuchstaben. Es gibt zwei Sonderzeichen, die Sie tatsächlich auch noch verwenden können im Rahmen von Bezeichnern, von Identifiern in Java. Es gibt noch ein paar weitere, die aber ein bisschen komplizierter sind, die etwas damit zu tun haben, dass verschiedene Sprachen verschiedene Alphabete haben. Die brauchen wir jetzt hier nicht zu betrachten. Nur eine Einschränkung gibt es dabei. Das erste Zeichen muss entweder ein Kleinbuchstabe oder ein Großbuchstabe oder ein Sonderzeichen sein, darf keine Ziffern sein, um Verwechslungen mit Zahlen von vornherein auszuschließen. So, was man nicht wählen darf als Identifier, sind dann entsprechende Schlüsselwörter, denn Schlüsselwörter, haben wir gesagt, sind reservierte Zeichen. Zeichenketten sind reservierte Wörter, die nur zu ihrem reservierten Zweck verwendet werden dürfen und für nichts sonst. Diese drei, false, true und wir werden noch null als drittes sehen, das sind nominell keine Schlüsselwörter, sind aber auch reservierte Wörter. Deshalb habe ich sie hier getrennt von den Schlüsselwörtern nochmal aufgeführt. Zu null werden wir später kommen. False und true haben wir schon gesehen. Wir unterscheiden bei Identifiern Groß- und Kleinschreibung. Das heißt, das Schlüsselwort while ist nur das Wort while mit Kleinbuchstaben, wo alles Kleinbuchstaben sind. Jede andere Form von while
wo mindestens ein Großbuchstabe vorkommt oder vielleicht sogar noch weiter Verfremdung, wo sogar eine Ziffer vorkommt, sind erlaubte Identifier. Ist sicherlich nicht besonders geschickt, solche Identifier zu wählen, die leicht verwechselbar sind mit einem Schlüsselwort und wo man auch nicht so richtig weiß, warum nennt man jetzt irgendetwas ausgerechnet while und nicht Robot oder so etwas. Aber ist prinzipiell möglich. So. Neben den fest eingebauten Regeln, an denen man nicht drumherum kommen kann, gibt es auch Konventionen. Wichtige Konventionen sehen Sie hier, die haben wir auch schon in den Beispielen eben gesehen. Wenn Sie eine Variable nennen wollen, MyRobot oder MyRobot 2 hatten wir als Beispiel, dann wird immer als erstes ein Kleinbuchstabe verwendet und jeder Wortanfang innerhalb des Gesamtnamens wird dann als Großbuchstabe geschrieben. Bei Attributen haben wir es nicht gesehen, so richtig, aber da gilt es genauso. Parameter von Methoden, dazu werden wir später genauer kommen. Bei Methoden auch, wir haben Turn Left beispielsweise als Methode gesehen. Beginn mit Kleinbuchstaben und der Wortanfang mittendrin, das Left, das hat ein großes L. Und bei Klassen haben wir jetzt bisher erstmal nur Robot gesehen, fängt mit einem Großbuchstaben an, alles andere Kleinbuchstaben. Wenn ein Name einer Klasse ebenso aus mehreren Wörtern besteht, dann würde man entsprechend auch hier drin immer die einzelnen Wortanfänge so bezeichnen mit Großbuchstaben. Damit ist alles gesagt zu Identifiern. Wir machen noch ein bisschen drumherum, was es so alles an Bestandteilen eines Java-Programms grundsätzlich gibt. Wenn man so will, ist das so die grundlegende Rechtschreibung und Grammatik einer Sprache. Das wäre vielleicht ungefähr vergleichbar. Wir haben schon Klammerpaare gesehen, die beiden oberen, die runden und die geschweiften Klammern haben wir schon gesehen. Und wir haben gesehen, dass sie an verschiedenen Stellen zu verschiedenen Zwecken eingesetzt werden. Die letzten beiden Klammerpaare haben wir noch nicht gesehen. Die werden wir dann später im Laufe weiterer Kapitel dann sehen. Wichtig bei Klammern aller Art ist, dass Klammerungen korrekt sein müssen. Das kennen Sie aus dem Mathematikunterricht. Da kennen Sie das vielleicht noch nicht ganz so richtig, weil Sie da typischerweise, nehme ich an, immer mit runden Klammern gearbeitet haben. Vielleicht haben Sie auch verschiedene Klammerarten zur Unterscheidung dann verwendet. Aber jedenfalls wissen Sie, dass Klammerpaare immer so wie hier sein müssen. Ja? Ein Klammerpaar in einem anderen drin, das wiederum in einem anderen drin, das und so weiter und so fort. Sie dürfen sich niemals einfach so teilweise überlappen. Also so etwas beispielsweise darf nicht sein. Es darf nicht sein, dass dieses runde Klammerpaar und dieses eckige Klammerpaar sich so teilweise überlappt. Eins muss in dem anderen drin sein oder sie müssen aufeinander folgen. Und hier gibt es natürlich noch weitere Fehler. Zu dieser schließenden Klammer gibt es keine öffnende geschweifte Klammer und zu dieser öffnenden runden Klammer gibt es keine schließende runde Klammer. Das ist eigentlich das Wesentliche erst einmal zur Klammersetzung. Später werden wir eben sehen, wann man welche Klammern zu welchem Zwecke setzen wird. Ein paar Beispiele haben wir schon gesehen. Für manche Leute der wichtigste Punkt eines Programms sind die Kommentare. Das wird nicht umgesetzt in übersetzten Code, was da drin steht. Das wird auch nicht in irgendeiner Weise die Korrektheit geprüft beim Übersetzen oder sonst etwas. Was in Kommentaren steht, das schreiben Sie hin, nicht für den Compiler, nicht für Eclipse, sondern für den menschlichen Leser. Hier können Sie irgendwas reinschreiben. Alles, was nach doppelten Schrägstrich, Sie müssen aufpassen, in welche Richtung der Schrägstrich geht, nicht? Alles, was nach doppeltem Schrägstrich noch in dieser Zeile steht, ist Kommentar, wird bei der Übersetzung übersprungen, ist nur für den menschlichen Leser des Quelltextes wichtig. Genauso hier ein Kommentar in beide Richtungen abgegrenzt, Schrägstrich Stern, Stern Schrägstrich. Das ist nochmal eine weitere Form von Kommentar, die wichtig sein wird, weil es sich eingebürgert hat, dass man nicht einfach nur so Kommentare schreibt, sondern dass man Kommentare schreibt, die dann von einem weiteren Tool namens JavaDoc
dann in richtig gut lesbare Formen des Kommentars und des Programmtextes dann überführt werden können. Hier sehen Sie so ein Beispiel. Sowas könnte man zum Beispiel an eine Datei, in einer Datei ganz vorne schreiben, in einem Quelltextdatei mit dieser besonderen Form der Begrenzung des Kommentars, Schrägstrich, Doppelstern, Stern, Schrägstrich. Dann ist klar, dieser Kommentar ist ein Fall für Java Doc. Verwendet, wenn Sie Java Doc verwenden, um schöne Kommentare, um als HTML-Dateien schöne Kommentare zu schreiben, dann wird er daraus einen deutlich besser formatierten Text dann machen, als es einfach nur im Quelltext steht. Damit werden Sie dann in den Übungsaufgaben zu tun bekommen. So, ein Punkt sollte nicht übersehen werden, ein letzter Punkt, und dann sind wir mit den Bestandteilen eines Java-Programms auch schon durch und damit ist dann das erste Video auch zu Ende. Etwas, was man leicht übersieht, weil man es ja eigentlich nicht sieht, nämlich das, wo nichts zu sehen ist. Ja, Leerzeichen, die Sie natürlich immer eingeben können, indem Sie die lange Taste auf der Tastatur unten antippen. Zeilenumbruch, indem Sie rechts die Return-Taste drücken, also die Taste mit dem abgewinkelten Pfeil unter der Backspace-Taste. Tabulator haben Sie links, typischerweise über der Cap-Shift-Taste. Und das Ergebnis ist jeweils dasselbe. Es wird ein entsprechendes Zeichen in den Text hineingeschrieben und der Editor, mit dem Sie arbeiten, also zum Beispiel der Editor von Eclipse, in dem Sie den Quelltext dann angezeigt sehen, wo Sie an dem Quelltext auch herummanipulieren können. Ein Leerzeichen wird einfach als Leerzeichen in so einem Editor angezeigt. Ein Zeilenumbruch, ja, wie der Name schon sagt, wird von dem Editor so angezeigt, dass dann der weitere Text in der nächsten Zeile weitergeht und Tabulator wird angezeigt, als wenn es mehrere Leerzeichen wären. So, es gibt verschiedene Stellen in einem Java-Quelltext, in dem unbedingt mindestens ein Whitespace stehen muss. Ja, zwischen verschiedenen sinntragenden Einheiten, wir werden das noch als Beispiel sehen. Es kann beliebig viele Whitespaces zwischen den einzelnen lexikalischen Elementen stehen. Lexikalische Elemente sind die, die wir bis jetzt gesehen haben. Also Identifier, Schlüsselwörter, Klammer auf, Klammer zu, Kommentar und so weiter. Aber innerhalb eines lexikalischen Elements, also zum Beispiel innerhalb eines Identifiers oder eines Schlüsselworts, dürfen Sie keinen Whitespace hineinsetzen. Dann erkennt der Compiler das nicht mehr und gibt dann entsprechend eine Fehlermeldung aus. Hier, so sieht das aus, wenn man nur die Leerzeichen reinsetzt, nur die Whitespaces reinsetzt, die unbedingt sein müssen in diesen drei Zeilen. Hier sehen Sie zwischen Schlüsselwort und Identifier muss unbedingt ein Leerzeichen oder Tabulator oder Newline sein. Offensichtlich, sonst würde ja hier nicht int n stehen, sondern inten sowas, was ja etwas völlig anderes ist, was der Compiler gar nicht kennt. Also gibt er eine Fehlermeldung aus, weil er das nicht kennt. Hier auch zwischen Robot und MyRobot aus demselben Grund, zwischen New und Robot aus demselben Grund. Und Sie sehen hier an verschiedenen Stellen beim Zuweisungszeichen oder hier, wo Kommas dazwischen sind oder Klammer dazwischen sind, da brauchen keine Klammern, Entschuldigung, keine Whitespace gesetzt werden. Sollte man der Übersichtlichkeit halber tun, ist aber nicht zwingend vorgeschrieben. Hier haben Sie noch ein Beispiel aus der Vorlage.